Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Medienpolitik ist in den letzten Monaten eines der beherrschenden Themen, politischen Themen gewesen und wird uns ja auch nicht zuletzt wegen der Verfassungsbeschwerden über den Rundfunkbeitrag auch weiter beschäftigen. In diesem Zusammenhang passt es gut, dass wir zum einen heute den Medienbericht der Landesregierung vorgelegt bekommen haben und debattieren können und zugleich über den NDR-Rundfunkstaatsvertrag uns austauschen können. Wir alle schätzen mehrheitlich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil er gewährleistet, dass auch regionale Berichterstattung auf gutem journalistischen Niveau stattfindet. Und wir haben auch festgestellt durch die Verabschiedung des Medienstaatsvertrages, dass der NDR-Rundfunkstaatsvertrag einer deutlichen Überarbeitung bedurfte und dieser Aufgabe sind wir mit diesem NDR-Staatsvertrag nun nachgekommen. Insofern fällt es leicht, sich für den Abschluss dieses NDR-Staatsvertrages auszusprechen und ihm zuzustimmen und ihn aber zunächst einmal in den Innen- und Rechtsausschuss zu überweisen. Wir bemerken aber auch, dass die Medienlandschaft einem massiven Wandel ausgesetzt ist und das macht eben auch der Medienbericht überdeutlich. Der Medienbericht soll eine Debatte anstoßen, wie wir unsere Medienlandschaft entwickeln wollen und wie wir sie uns idealerweise vorstellen, um Medienvielfalt zu erhalten. Und einen ersten Beitrag zu dieser Debatte will ich heute hier abliefern. Ein wesentlicher Treiber dieser Veränderungen in der Medienlandschaft ist das Internet und die digitale Transformation, die von den Medien insgesamt vollzogen werden muss. Das Internet erweist sich immer noch als neuer Markt, der erst von den klassischen Medien erobert werden muss und musste. Und hier konkurrieren aber ganz unterschiedliche Medienanbieter. Allerdings, und das macht sich aus meiner Sicht immer stärker bemerkbar, sind die Wettbewerbsbedingungen in diesem Bereich, der digitalen Medienlandschaft, sehr ungleich und bevorzugen in erheblicher Art und Weise die beitragsfinanzierten Medien, die ihre Inhalte letztlich unentgeltlich über das Internet ihren Kunden zugänglich machen können. Das aber führt, wenn man das sich genau betrachtet, zu einem Verdrängungswettbewerb, der im Hinblick auf die von uns allen gewünschte Medienvielfalt durchaus schädlich ist. Denn Medienunternehmen, die nicht beitragsfinanziert sind, müssen ihre Produkte verkaufen im Internet, um die Mittel dafür zu generieren, die Inhalte herzustellen. Und das wissen wir alle, guter Journalismus kostet eben Geld. Und das müssen private Unternehmen durch den Verkauf ihrer Produkte verdienen. Sie müssen also die von ihnen produzierten Inhalte im Internet zu fairen Wettbewerbsbedingungen verkaufen und vertreiben können. Und daran, das ist meine persönliche Meinung, mangelt es zurzeit. Denn wer bezahlt für eine Nachricht, eine Berichterstattung oder einen Kommentar, wenn er dies alles auch unentgeltlich beziehen kann, insbesondere eben von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Ich habe mich schon immer gefragt, warum wir uns bei den digitalen Medien regulatorisch nicht stärker am Presserecht orientiert haben. Da herrscht nämlich ein freier Markt und ein freier Wettbewerb zu ähnlichen oder vergleichbaren Bedingungen. Und beitragsfinanzierte Presseverlage gibt es eben nicht. Ich meine das deswegen auch nicht technisch, diese Orientierung, sondern regulatorisch. Warum hat man die Regelungen über die digitalen Medien nicht stärker an die Medienlandschaft angepasst, bei der es gleichgewichtige Wettbewerbsbedingungen gibt? Das hat mir jedenfalls bis heute noch kein Medienexperte plausibel erklären können und das erwarte ich mir aber von einer Debatte über unseren Medienbericht. Diese ungleichen Wettbewerbsbedingungen sind durch den jüngsten Medienstaatsvertrag in meinen Augen, und darauf habe ich auch schon in mehreren Debatten und sonstigen Beiträgen hingewiesen, durch den jüngsten Medienstaatsvertrag eher noch verschärft worden, denn die Möglichkeiten digitaler Medienangebote sind für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk erheblich ausgeweitet worden. Und wenn man die Entwicklung vorhersieht oder prognostiziert, wird das in ganz erheblicher Weise zulasten der privaten Medienanbieter gehen. Beim Telemedienauftrag oder auch bei den presseähnlichen Berichterstattungen hat insbesondere der Bundesverband der Zeitungsverleger meines Erachtens voreilig das Feld geräumt. Und wenn man mit anderen Verlagen spricht, Zeitschriftenverlagen, dann wird das auch außerordentlich bedauert. In diesem Zusammenhang muss es dann für die Verlage wie Hohn klingen, wenn der Bund die digitale Transformation über mehrere Jahre mit insgesamt 180 Millionen Euro fördern will.
Zuerst verhindern die Länder mit dem Medienstaatsvertrag einen wirklich fairen Wettbewerb in diesem Medium. Und dann gleicht der Bund das staatlich geschaffene Ungleichgewicht mit Fördergeldern wieder aus. Das ist in meinen Augen ein völlig verfehlter Ansatz und kann keine Lösung dieses Problems sein. Bitte? Ist auch kein guter Lösungsansatz. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Stattdessen muss der Staat entweder für einen fairen Wettbewerb sorgen oder aber er muss unfaire Wettbewerbsbedingungen unterbinden. Die beiden Möglichkeiten gibt es meines Erachtens. Und das bedeutet, dass er die digitalen Angebote im Ergebnis von beitragsfinanzierten Medienanbietern begrenzen muss, damit hier ein fairer Wettbewerb am Ende stattfinden kann. Medienangebote, deren Unentgeltlichkeit nur durch die Beitragsfinanzierung möglich ist, dürfen nicht in Konkurrenz zu privaten Medienangeboten im Internet stehen. Die Folgen für die Medienvielfalt sind absehbar, sie sind gravierend und sie sind durch die Corona-Pandemie und deren Folgen auch besonders sichtbar geworden. Denn die privaten Medienanbieter leiden besonders stark unter den Einkommensverlusten und Umsatzverlusten, die durch die Corona-Pandemie und ihre Folgen ausgelöst worden sind. Es ist daher an der Zeit, diese unfairen Wettbewerbsbedingungen zu überwinden und für einen fairen Wettbewerb unter vergleichbaren Voraussetzungen einzutreten. Die Chance ist da, denn die Länder werden sich nach dem Medienstaatsvertrag erneut mit der Reform von Struktur und Auftrag auch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks befassen und eine Novellierung des Medienstaatsvertrages vorbereiten. Dazu gehört dann aber auch, den Rundfunkauftrag so zu definieren, dass der beitragsfinanzierte öffentlich-rechtliche Rundfunk den privatwirtschaftlichen Medien nicht das Wasser abgräbt, indem er mit seinen vermeintlich unentgeltlichen Medienangeboten den Verkauf von anderen Medieninhalten erschwert oder sogar auf Dauer verhindert. Hier ist die Politik gefordert, und wir sollten uns unserer Verantwortung bewusst sein, dass wir Markt- und Wettbewerbsbedingungen für die privaten Medien so gestalten, dass wir die Medienvielfalt erreichen, die wir uns alle wünschen. Das gehört zur Wahrheit dazu, wenn wir heute über die Medienlandschaft in Schleswig-Holstein debattieren wollen. Vielen Dank.